Heizkeller präsentiert. A Desert Storm. Geschrieben von Edna Hobbs. Teil 3. Der Smoky Cutter. 18 Uhr und Jacob Sterling saß an einem verschlissenen Holztisch in einer abgelegenen Ecke des Smoky Cutters. Er gehörte hier seit Jahren zum Inventar und liebte diesen Ort. Irgendwas zwischen all dem Zigarettenrauch, dem Jazz, der leise im Hintergrund lief, und dem Geruch von Schalenbier zog Jacob magisch an. Hier kam er hin, wenn er nachdenken musste. Hauptsächlich frequentiert von einem kleinen Kreis aus Arbeitern des Viertels und einigen wenigen müden Cops, stellte die Bar seine persönliche Oase dar. Tilly, die Bardame, wusste, was er trinken wollte und hatte immer ein offenes Ohr, auch wenn Sterling das bisher selten genutzt hatte. Sie war eine sportliche Frau in den 30ern, hatte ein gutes Herz und machte manchmal den Eindruck, als ob sie ein wenig für ihn schwärmen würde. Er beschwerte sich nicht, aber fühlte sich heutzutage nicht mehr in der Lage, mit einem Energiebündel wie ihr mithalten zu können, wenn er sie nur 20 Jahre früher kennengelernt hätte. Du siehst aus, als könntest du noch einen gebrauchen, Jake. Tillys rauchige Stimme riss ihn aus seinen wirren Gedanken. Ihr sommersprossiges Gesicht kam in sein Sichtfeld, ein Lächeln auf den Lippen und ein Grübchen auf jeder Wange. Kannst du neuerdings auch noch Gedanken lesen? Glaub ja nicht, dass du mit solchen Taschenspielertricks mehr Trinkgeld von mir bekommst, Missy. Er erntete ein Rollen ihrer grünen Augen, während sie ihren Kopf schüttelte und ihre braune Lockenpracht durch die Bewegung wild umhersprang. Wie gesagt, sie war viel zu energiegeladen für ihn. Selbst ihre Haarpracht ist hyperaktiv, ging es Jacob durch den Kopf und er lächelte wehmütig. Um zu wissen, dass du noch etwas trinken willst, muss man kein Hellseher sein, Han. Sie goss ihm einen weiteren Scotch ein und sah ihn für einen Augenblick strafend an. Ich stehe nur seit so ungefähr 5 Minuten neben dir und warte, dass du mir zuhörst. Harter Tag? Tilly stemmte eine Hand in ihre Seite und legte den Kopf schräg. Währenddessen sah sie mit gerunzelter Stirn und missbilligendem Blick zu, wie Jacob seinen Drink leerte und ihr wortlos die Flasche aus der Hand nahm, um sich sein Glas erneut randvoll mit Scotch zu füllen. Frag nicht. Jacobs Stimme war heiser und er hatte einen müden Ausdruck in seinen dunklen Augen. Tilly brachte die Flasche mit einer geübten Bewegung schnell in ihren Besitz zurück, bevor er sich erneut etwas eingießen konnte. So sehr ich deinen Durst auch schätze, Jake, mach mal langsam mit dem Zeug. Ich werde deinen betrunkenen Hintern später nicht bei dem Wetter quer durch die Stadt zurück nach Hause tragen. Sei nicht so hart zu einem alten Mann, Tilly. Wo sind deine Manieren? Sterling merkte, wie sich seine Laune zu heben begann. Ihre freche Art schaffte es immer wieder aufs Neue, ihn aufzuheitern. Die junge Frau lachte und knuffte ihn spielerisch in den Oberarm. Er musste grinsen, konnte es sich jedoch nicht verkneifen, schmerzhaft aufzuheulen. Welche Manieren? Sie zwinkerte ihm zu und verschwand mit wippendem Gang zurück hinter dem Tresen. Dort angekommen, immer noch leise am Kichern, streckte Tilly ihm die Zunge raus, um dann die Bestellung eines weiteren Gastes aufzunehmen. Sterling lehnte sich etwas auf seinem Stuhl zurück und streckte die steifen Beine aus. Er war sich unsicher, wie er weiter vorgehen sollte. Denn auch wenn er nun wusste, dass seine beiden Fälle scheinbar zusammenzuhängen schienen, er war nicht in der Lage, die Verbindung zwischen ihnen erkennen zu können. Warum stand Irene McDonald mit Christian Hershaw in Verbindung, während dessen Verlobte ihn seit Freitag letzter Woche vermisste? Was war der gemeinsame Nenner? Eine Affäre? Jacob hielt das zwar nicht für vollkommen ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Liebschaften von Frauen wie Irene waren meist mit Männern, die ihre Situation verbesserten. Das Gehalt des jungen Hausmeisters konnte da keinen großen Anreiz für sie darstellen. Und wie Elena eher am Tag erzählte, erschien Christian auch nicht wie der klassische Schürzenjäger. Sterling wusste zwar, dass das Haus der McDonalds über Garten mit Pool verfügte, hatte aber in den Finanzen der Familie keine Transaktionen mit einer Hausmeisterfirma für diesen gefunden. Hatte die Firma, in der Hershaw angestellt war, für Andrew und Irene unter der Hand gearbeitet? Zuzutrauen war es dem Ehepaar. Er beschloss, dass es eine gute Idee sein würde, sich morgen mit der Firma, für die Christian arbeitete, in Verbindung zu setzen. Eine zweite Meinung zu dem jungen Mann konnte nicht schaden. Vielleicht würde er dort mehr herausfinden, dachte Sterling und ließ seinen Blick über den Innenraum der Kneipe wandern,
und blieb am Fernseher über der Bar hängen, auf dem gerade ein lokaler Nachrichtensender lief. Nach kurzem Hadern entschied er, dass es an der Zeit war, auch Andrew MacDonald auf den Zahn zu fühlen. Elenas Erscheinen in seinem Büro machte den Gebrauchtwagenhändler nicht mehr nur zu seinem Auftraggeber, sondern auch zum Ehemann einer Zeugin im Verschwinden von Christian Hershaw. Jacob war gespannt, was er zu diesem Thema zu sagen hatte. Er wühlte kurz in einer Jackentasche, holte sein Mobiltelefon hervor und suchte aus dem Anrufverzeichnis Andrews Nummer heraus. Währenddessen warf er Tilly einen flehentlichen Blick zu und schwenkte sein leeres Glas. Sie signalisierte ihm, dass sie gleich kommen würde, und Sterling wählte die Nummer. Er hörte ein Freizeichen am anderen Ende der Leitung und sah aus dem Augenwinkel, wie Tilly nach der Flasche Scotch griff und sich langsam auf den Weg zu ihm herübermachte. Howdy, Partner! Andrew Arch Alliance MacDonald! Unschlagbar, serviceorientiert, kostengünstig, ohne Kreditabfrage! Wir haben Vans, Coupés, Limousinen und Raritäten! Geh zum Räder, dann komm zu Auto Alliance! Jacob stöhnte genervt auf und begann zu sprechen. Guten Abend, Mr. MacDonald. Jacob Sterling hier. Es haben sich in meinen Ermittlungen ein paar Neuigkeiten ergeben. Sollten Sie es heute Abend nicht mehr schaffen, dann melde ich mich morgen noch einmal, wenn Sie im Autohaus sind. Auf Wiederhören. Er legte auf und blickte zu Tilly hoch, die ihn fragend ansah. Tilly, noch nie was von Privatsphäre gehört? Er adressierte die junge Frau, die ihn immer noch interessiert ansah, während sie ihm einen weiteren Scotch eingoss. War das der gottverdammte Autohändler Andrew MacDonald, den du gerade versucht hast anzurufen? Sie blickte ihn missgelaunt an und strich sich eine braune Locke hinters Ohr. Nicht, dass dich das etwas angehen würde, aber ja, war es. Wieso? Naja, du weißt doch, meine Karre hat letzte Woche den Geist aufgegeben und ich war heute mit ihm verabredet, um mir ein neues Auto zu kaufen. Stand da fast eine ganze Stunde auf dem blöden Parkplatz in der Mittagshitze rum und hab auf den Arsch gewartet. Auf Tillys Stirn zeichnete sich eine Zornesfalte. Ich hoffe, dass du dir dein neues Auto gut angesehen hast. Man hört ja so einiges über seine Verkaufsmethoden und die Schrottkarren, die er überteuert verkauft. Neues Auto? Nicht aufgetaucht ist er. Naja, worauf ich hinaus wollte, ich denke nicht, dass du ihn morgen erreichst. Jacob horchte auf und sah Tilly an. Hm? Wie kommst du darauf? Lila vom Friseur neben seinem Laden hat mir erzählt, dass er die ganze Woche nicht im Autohaus war. Sie macht die Haare seiner Frau, weißt du? Naja, wir haben ein bisschen getratscht und Lila meinte dann, dass Irene erzählte, er wäre verreist, weil es ihm zurzeit gesundheitlich nicht so gut geht. Wetterfühlig und so. Schon komisch, oder? Seine Termine hätte er ja wenigstens absagen können. Von der Bar her ertönte ein Ruf nach Tilly. Sie schenkte Sterling einen weiteren Drink ein, verabschiedete sich eilig mit einem entschuldigenden Blick und hüpfte schwungvoll zum Tresen zurück. Jacob starrte einen Augenblick ins Leere und sortierte seine Gedanken. Er setzte einen weiteren Punkt auf seine To-Do-Liste für morgen und nahm sich vor, persönlich bei Andrews Autohaus vorbeizuschauen. Er meinte, Andrew damals von einer Sekretärin sprechen gehört zu haben und vielleicht würde er sie morgen im Laden erwischen können. Sterling versuchte, das ungute Gefühl zu unterdrücken, das sich langsam als Knoten in seinem Bauch zu formen begann. War Andrew MacDonald wirklich nur der brütenden Sommerhitze entflohen? Oder war nun schon ein zweiter Mann in Irenes Umfeld verschwunden? Jacob seufzte müde auf. Er brauchte Feierabend. Heute würde er dieses Mysterium nicht mehr lösen können. Sterling leerte sein Glas und legte ein paar Dollarscheine für Tilly daneben. Er verließ mit einem letzten Winken in Richtung des Tresen den Smoky Cutter und trat aus dem kleinen Gebäude. Kaum hatte er die Straße vor der Kneipe betreten, traf ihn die heiße Luft wie ein Schlag ins Gesicht. Die Sonne begann zwar gerade unterzugehen, aber die Hitze blieb und ließ Schweißperlen von Sterlings Gesicht fließen. Während er sich eine Zigarette aus der Schachtel fischte, trat Jacob gemächlichen Schrittes und mit sorgendurchzogener Miene seinen Heimweg an.